Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Gestern ist es dem DAX endlich gelungen, auf ein neues Rekordhoch zu steigen. Seine neue Bestmarke, die liegt nun bei 15.887 Punkten. Er ging zudem so hoch wie nie aus dem Handel. Er schloss dann mit einem Plus von 0,35% bei 15.826 Zählern. Blicken wir voraus auf den neuen Handelstag, jetzt mit Franziska Schimke, unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt. Guten Morgen, Franziska. Lohnt es sich denn, diese 15.887 Punkte, also das neue Allzeithoch, zu merken, oder könnte es schon schnell wieder Geschichte sein? Einen schönen guten Morgen. Ja, genau 4 Wochen nach seinem letzten Allzeithoch hat der DAX gestern eben noch mal einen draufgesetzt. Und ja, es lohnt sich, diese Marke erst einmal im Hinterkopf zu behalten, denn wir sind ja gestern dann unter diesen Allzeithöchstständen aus dem Handel gegangen. Auch wenn wir heute hier mit leichten Gewinnen rechnen, sieht es erst einmal noch nicht ganz danach aus, als würden wir so richtig Fahrt und Schwung aufnehmen. Aber wir haben einiges von Seiten der Unternehmen. Wir haben Zahlen von RWE bekommen und auch von Seiten der Telekom. Die sehen besser aus. Man hat auch erneut die Prognose angehoben und im Handelsverlauf dann noch Zahlen von Henkel, aber auch von Delivery Hero und von Seiten der USA auch wieder Konjunkturdaten. An den asiatischen Märkten heute ja so ein bisschen Zurückhaltung. Nikkei Hang Seng und Shanghai Composite im negativen Bereich. Beim Dow gestern aufgrund der Inflationsdaten, die wir bekommen haben und die eben nicht weiter gestiegen sind, auch nicht gefallen sind, aber sich stabil präsentiert haben, erst einmal aufatmen. Somit geht so ein bisschen der Druck von Seiten der Fed weg und somit der Dow eben auch im Verlauf das erste Mal in seiner Geschichte über der 35.500-Punkte-Marke und am Ende mit einem Plus von 0,6% unterwegs. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt nun die Marktidee. Heute ist dies Hannover Rück. Die Aktie der Hannover Rück war im Zuge des Corona-Crashs auf ein Mehrjahrestief eingebrochen. Es folgte dann eine dynamische Erholungsrallye bis in den Sommer 2020 hinein. Seither bewegt sich der Anteilsschein übergeordnet seitwärts. Zuletzt meldeten sich die Bullen mit Blick auf das mittelfristige Chartbild zurück und die Aktie stieg auf ein 3-Monats-Hoch. Wo sich potenzielle nächste Kursziele und Hürden befinden, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie auf www.ideas-daily.de. Dort erfahren Sie alles Weitere. Und wir sehen uns morgen wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, schönen Handelstag. Auf Wiedersehen.